DAX Trading 28.10.2019 Tagesgewinn 1700 Euro. Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Montag, der 28. Oktober 2019 und es ist jetzt genau 8.59 Uhr. Der DAX steht bei 12.892 Punkte. Ich gehe jetzt von einer Steigerung aus und kaufe einen neuen DAX für 12.892 Punkte. Nunmehr haben wir es inzwischen 9.13 Uhr, der DAX ist gestiegen und steht auf 12.939 Punkten, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 47 DAX-Punkten mit. Jetzt um 9.14 Uhr hat der DAX wieder gedreht und steht bei 12.943 Punkte, ich mache jetzt einen Leerverkauf über 12.943 Punkte. Es ist jetzt 9.26 Uhr und der DAX ist tatsächlich gefallen und steht jetzt bei 12.897 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 46 DAX-Punkten mit. Nunmehr haben wir es 9.27 Uhr, der DAX hat gedreht und steigt wieder. Ich kaufe jetzt einen neuen DAX zum derzeitigen Stand von 12.901 Punkte. Es ist jetzt 9.42 Uhr. Der DAX ist etwas gestiegen und steht jetzt bei 12.923 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 22 DAX-Punkten mit. Nunmehr ist es 9.43 Uhr. Der DAX hat wieder gedreht und steht jetzt bei 12.920 Punkte. Ich mache jetzt einen Leerverkauf über 12.920 Punkte. Jetzt ist es 10.13 Uhr, der DAX ist stufenweise gefallen und steht jetzt bei 12.901 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 19 DAX-Punkte mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Ein DAX-Punkte hat heute einen Wert von etwa 12,80 Euro und ich habe heute gewonnen 47 DAX-Punkte plus 46 DAX-Punkte plus 22 DAX-Punkte plus 19 DAX-Punkte. Das macht insgesamt 134 DAX-Punkte Gewinn, also somit etwa 1700 Euro Gewinn.